Jo, moin, Leute, und hallo, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Auch heute wieder mit dabei der James Chakotay. Mahlzeit. So, diesmal habe ich auch eine richtige Soundaufnahme drin. Cool. Ah, herrlich, ne? Gott sei Dank habe ich es eben rechtzeitig festgestellt. Sonst wäre es wieder so ein Doppeltaufnehmen gewesen heute. Ja, ach, ja. Wir sind im Delta-Quadranten mal wieder. Ja, eine Intrepid-Klasse im Delta-Quadranten gestrandet. Gott sei Dank ist eine Odyssee dabei, sonst wird das hier wahrscheinlich wieder völlig in die Hose gehen. Wenn ich nochmal so zeigen darf, dein Schiff ist ungefähr genauso groß wie, weiß nicht, meine Brücke. Vielleicht meine linkere vordere Phaserbank. Das kommt so ungefähr hin. Das nein, ich glaube nicht. Ach ja, so. Neue Mission, neues Glück. Ja. Schauen wir mal, was uns erwartet. Genau. Tschö. Treffen Sie sich mit Admiral Tuvok, um einen alten Freund zu besuchen. Okay, rufen wir mal. Our first task in the Delta Quadrant is a familiar one. Helping a species to find a new home. A group of Talaxians living in the Entaba system are ready to move to a new homeworld nearby. Admiral Tuvok and Voyager have gone ahead to their main asteroid base to begin the preparations for the transition. The Admirals requested your presence as well. You two work well together. I recommend you take advantage of his expertise. There's no one who knows more about the Delta Quadrant than he does. Begeben Sie sich zum Intaba-System, welches sich im Delta-Quadrant befindet, um den Talaxianern zu helfen. Nimm mal gerne an. Ich weiß, wir mittreffen. Nein. Lass mich raten, er fängt mit N an und ist nicht Nevandon. Genau. Okay. Entaba, mehr als 3000 Talaxianer haben sich auf einer Asteroidenbasis im Entaba-System angesiedelt. Sie nutzen die geothermale Energie des Asteroiden, um das Eis, das seine Oberfläche bedeckt, zu schmelzen und Wasser und Sauerstoff für die Kolonie zu produzieren. Die Talaxianer dieser Kolonie senden schon seit mehr als einem Jahrzehnt Handels- und Forschungsschiffe aus, um einen unbewohnten Planeten der Klasse M zu finden, der Talax gleicht. Talax war der ursprüngliche Heimatplanet der Talaxianer. Richtig, dann beginnen. Beginnen. Ladebildschirm. Oh yeah. Machst du? Soll ich? Okay, mache ich eben. Wir haben das Entaba-System erreicht, Sir. Unser Befehl lautet, uns mit Admiral Tuvok auf der Voyager zu treffen. Setze Kurs auf ihre Koordinaten. Da habe ich das Gefühl, dass da vorne wieder ein Feind ist. Weil da vorne ein Feind ist. Voyager is under attack by the Kazon. Engines are offline. Requesting assistance. Nicht mal einen Kratzer haben sie gemacht. Oh, da hat was bumm gemacht. Deren Waffengeräusche sind aber auch ein bisschen komisch, ne? Wir hören sich an wie Phaser. Das ist bei mir an so wie so ein Knacken von so einem Insektenkiller. So, wenn sie anfangen zu schießen, der Strahl selbst klingt nochmal anders, aber wenn sie losschießen, klingt es ein bisschen strange. Kann auch sein, die Energie auf dem Antrieb. Wie schnell, warum? Meine Phaser übertönen das aber auch, glaube ich, gerade ein bisschen. Das erledigt. Ach ja. Die USS Voyager rufen. Lass mal da hinfliegen. Kann ich hier schon rufen?
aber sie soll ja auch mal mit ins, im Bild sein, ne? Ja, ich muss erst hinfliegen. Moment. Das arme kleine Schiffchen. Bist du soweit? Nicht klein. Ja, ich bin soweit. Okay, Voyager rufen. Thank you for your assistance. We were en route to the Talaxian base when we were ambushed by the Kazon. The damage is relatively minor, but my crew will require time to make repairs. However, I have a personal request. The leader of the Talaxian colony served with me on Voyager. Would you be willing to take me there? Selbstverständlich, Admiral Tuvok. Sie können sich jederzeit herüberbeamen. The Talaxians have been looking for a new homeworld for quite some time, and now they have found one. The Alliance's history with the relocation of the Romulans will be invaluable in this process. Starfleet! Oh, what a thrill! It's so wonderful to see someone from the Federation again! It's been so long, and I keep in touch with my friends, but subspace isn't the same, and I... As you can listen to me, I'm rambling on. My name is Neelix, and I serve as Starfleet's ambassador to the Delta Quadrant. Before that, I spent 7 years on the USS Voyager with Captain Catherine Janeway. Admiral Janeway, sie wurde schon vor einiger Zeit befördert. Admiral Janeway? Of course! She certainly earned that promotion! My link to the Alpha Quadrant wasn't as strong as I wanted it to be, until the Janolan Dyson Sphere opened a path straight to the Delta Quadrant. Now we get all sorts of news, but yours is the first ship to visit. I may make a trip to Earth myself sometime, sample the cuisine, but that will have to wait until after the colonization. I barely have a minute to myself anymore, there's just so much to do. Was die Kolonisierung angeht... Oh, you've come to help, how wonderful! But of course, Starfleet's always pitching in to help out, aren't they? Why, in all my years as ambassador to the Delta Quadrant, I've done everything I could to uphold the good name of the Federation. I don't always have the resources to do more than diplomatic visits, but we try to help out anyone we can, whenever we can. There are Okampan ships out there right now, did you know that? My people are helping them explore the stars. Er redet sehr viel. Ja, fällt mir auch auf, noch mal was die Kolonisierung angeht, oder? Nee, ich bin mir sicher, dass die Föderation ihren Einsatz zu... Ich bin mir sicher, dass die Föderation ihren Einsatz zu schätzen weiß, aber können wir nun zur Kolonisierung zurückkommen? Ah, where are my manners? You must be tired and thirsty after your long journey. Come to the colony. We'll fix you right up. But if I could impose on you just for a small favor first, the Kazon Nistrum have been giving us a lot of trouble lately. We've constructed some shield generators to protect the base, but the Kazon keep knocking them offline, and all my shuttles are prepping for the colonization. Could you reactivate the shields for us? Natürlich, Neelix. Wonderful! Just fly to the generators and start the relaunch sequence. It will take them a few minutes to get up to full strength, but that shouldn't be a problem. After that, beam down to the colony. I'll start making some nice old root stew for you. Die drei Schildgeneratoren reinitialisieren. Okay, kein Problem. Eola-Wurzel-Eintopf will ich nicht. Okay, hier soll jetzt irgendwas sein, aber hier ist nichts mehr. Doch, da ist ein beschädigter Satellit, aber du bist schon dran vorbeigeflogen. Da oben, ja, ich war da ganz unten bei dieser Kolonie. Ach, wie gut, dass dieses Schiff kaum einen großen Wendekreis hat. Ist halt ein Kreuzer. Damit sind alle Satellitenreparaturen abgeschlossen, Sir. Schildsysteme funktionsbereit. Gute Arbeit. Neelix rufen. Thank you so much for your assistance. You may beam down to our base at your leisure. Oh, and speaking in my formal capacity as permanent ambassador, welcome to the Delta Quadrant. Vielen Dank, Neelix. Möchten Sie zur Basis herunterbeamen, Sir? Ja. Sowas von.
so good to meet you in person. View screens are so impersonal, don't you think? May I shake your hand? If memory serves, that's how. Mr. Vulcan? Is that you, Tuvok? Indeed. It is agreeable to see you again, Neelix. What a wonderful surprise! Come, my friends, we have so much to discuss. Ihr sind gerecht zu reden und gleichzeitig zu trinken. Das habe ich mich auch gefragt. Das ist die Spezialfähigkeit der Talaxianer, ja? Ja. Okay. Neelix grüßen. You look well, Neelix. Ah, oh, dann geht er nur einfach. Mr. Vulcania rennt erstmal gegen die Wand. As do you. Family, children. Being here has changed me for the better. Indeed. This colony is an improvement on your previous home. Twice as large and completely updated. You should see the kitchen. But you still seek a new homeworld? Hier, für sportlicher Neelix. Of course, children need sun and open skies. A place to put down roots. Whoa. What was that? Neelix, was war das? Sobald sie zur Basis gelangt sind, sind die Käsern zurückgekehrt. Wir haben sie vertrieben, doch bevor sie geflohen sind, ist ihnen ein Glückstreffer auf die Basis gelungen. Die Sensoren zeigen an, dass die Struktur im Kommandodeck beschädigt wurde. Bestätigt, lassen Sie mich wissen, falls die Käsern zurückkehren. The Operations Bay? Dexter was in there! Okay, ich kenne den Weg. Oh, Neelix, mach die Tür auf. Get us trapped! Please, do something! Die talaxianische Basis anweisen, Dexter zu transportieren. Macht Ahnung schon. Okay. Genau. Also. Dexter's a little dizzy, but she'll be fine. I have to stay with her, though. I'm afraid I must impose on your kindness again. Several of our systems were damaged in the attack, and I can't help fix them just now. Natürlich werden wir Ihnen helfen, Neelix. Was können wir tun? Several of our systems are malfunctioning. Our communications, environmental controls, engineering, and the controls for the crane loading our ships all have been damaged. Okay. Ist mir ein Vergnügen. Woher weiß der das denn jetzt schon alles? Oh ne, hier war's nicht. Hinten die Konsole. Konsole funktionstüchtig machen. Mal gucken, ob der Anno das auch alles richtig macht. Ein Ingenieur. Ja, deswegen muss ich ja trotzdem mal gucken. Mhm. Aber schön designt hier die Innenräume, finde ich. Auch richtige Größenverhältnisse mal. Gängen und Räumen. Ja. Also die Tür ist 3 Meter hoch. Ja, das kann ich aber noch mit akzeptieren, weil hier Fracht durchgeschoben wird. Da geht's, sie ist jetzt zumindest nicht 50 Meter. Ja, aber hier sind doch überall Kisten und Container. Wie kommen denn die hier rein? Ja, aber doch nicht durch den Kommandobereich. Also trotzdem hatten sie wesentlich schlimmere Größenverhältnisse. Das ja. Guck mal, da steht der Shuttle von Neelix. So. Das ist eigentlich ein bisschen an Alien. Beschädigte Ausrüstung reparieren. Da hinten ist noch was kaputt. Ist unschwer zu übersehen. Ah, ich dachte, das gehört so. Ja, bestimmt. Ach, du machst schon. Okay. Machst du das auch alles richtig? Ja? Das war mit Absicht, ne? Ich wusste es nicht mehr. Warte mal. Das erste Problem schickt mit der Energie. Der Text weg bei mir. Ich mach mal Energie durch die sekundären Relais leiden, ja. Dann Elektroplasma. Nochmal die isolinieren.
das Essen, restliche. Sehr geteilt. Ja. Konsole funktioniert wieder. Irgendwie echt gefährliche Konsolen. Willst du eigentlich hier lang? Turbolift benutzen. Müssen wir den benutzen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wahrscheinlich nicht, aber... Ich mach's mal. Gucken, ob hier unten was kaputt ist. Da hinten ist was kaputtes. Zuerst da ist er wohl. Ich hatte vorhin die erste Konsole. Nimm durch die hier. Ach Gott, die optimale Reichweite der Frequenz dieser... Ach, die Kommunikationsphalanx ist das ja. Die optimale Reichweite der Frequenz dieser Kommunikationsphalanx beträgt ungefähr 8,4 Terahertz. Die Frequenz kann mittels eines Phasendiskriminators angepasst werden. Voll diskriminiert. Ändern Sie die Frequenz, sodass die optimale Reichweite erreicht wird. 8,4 steht da. 8,5. Einrasten. Ich hab's repariert. Ja, yeah, Gratulation. Was ist denn da? Achso, wir sind nur hochgefahren, okay. Ja, yeah, ich wollte mir das hier mal angucken. Weil noch nie hier. Vielleicht der eine oder andere Zuschauer auch nicht. Der sah hier von hinten aus wie Nilix. Dieser hier. Ich glaube, der trägt dieselbe Uniform, ne? Ja. Aber Nilix wird uns noch öfter begegnen und der zieht sich hier auch genauso oft um wie in Voyager, also... Okay. Und der Kran war es noch. Der Kran ist hier hinten irgendwo. Genau. Ja. Kann man da rausgehen? Okay. Abkürzen. Hüp. Das Thema den Kran, ich schaue mich immer ein bisschen um. Ich weiß, Jump'n'Run ist nicht deins. So, das nur her. Das sind Lügen, Fälschungen. Nie gesagt. Kran ist wieder heile. Wo bin ich denn jetzt hingerannt? Ich schau mich hier nur ein bisschen um. Ach, da hinten. Ja, der einzige Mensch mit weißer Uniform dürfte eigentlich hier auffallen. Es geht sogar. Ah ne, da ist hinten. Ich bin der König der Welt! Oh Gott. Oh, Platzer. Moment da. Nee, da ist ein Alpha-Band. Schade. Was denn? Ich habe versucht, hier übers Gelände zu springen, aber es ging nicht. Ja, das hatte ich vorhin auch schon mal probiert. Die Textur, die da draußen dran gepappt ist, die wäre aber schöner gegangen. Ja, die erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Monitore auf Raumschiffbrücken. Ja, also da sind mir dezent zu viele weiße Punkte drauf. Generell wirkt es ein bisschen okay. Zu platt. Aber man soll da wahrscheinlich nicht so nah ran, sondern eher so aus dieser Entfernung drauf gucken, dann geht's nämlich. Jo. Kommst du noch mit? Ja. Ja. Wo müssen wir denn hier lang? Hier die Tür rein. Mit Nilix sprechen. Thank you so much. Everything seems to be working properly now, and Dex is feeling much better. I need to take one final lap around the base and speak to a few people before we depart. Would you care to accompany me? Also sicherlich. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Das war mal so eilig hier. Ich hab's immer eilig. Nee, ich mein Nilix. Achso, weil ja. Ich ein bisschen schneller gelaufen bin. Tuvok hat die Ruhe aber weg. Ja. Man merkt's. So,
weiter? Ja, ich laufe jetzt einfach mal hinter Tuvok her. Ja, weißt du, der läuft so schnell, wenn du gehst, bist du zu langsam, wenn du joggst, bist du zu schnell. Aber die gehen aber auch aus wie so ein Walk of Fame irgendwie so. Und Turbolift benutzen. Alter, ist ja, jetzt ist er gerannt, oder wie? Was? Ja, irgendwie schon. Ich hab hier aber nix. Da ist ein I. Irgendwo ist hier ein I. Doch nicht hier. Ah, da denkst du einmal, du musst Tuvok hinterherlaufen und dann ist es falsch. Da. Hier hinten. Mit Kalex. I need help loading this ship. Mannix was supposed to help me, but now I can't find him, and I can't reach him on internal comms. I know he hasn't left the station yet, though. Could you look around and tell him that his shift has started? Mannix finden, kein Problem. The lack of discipline among the Talaxians is alarming. Cool, okay, die Klappe. Der mault die ganze Zeit jetzt rum. Mit Mannix sprechen. Greetings, friend. What can I do for you? Ich helfe Kalex. Sie hat gesagt, dass sie mehr Arbeiter für ihre Schicht brauchen. Really? I was scheduled to work now, but I traded shifts with Oxel, so I could meet a friend who's returning from a long trading mission. Find Oxel. He should be able to help. I've known Mannix for many years now. If he says he traded shifts, I believe him. Sag mal, ich will jetzt hier nicht irgendwie spoilern, aber kann es sein, dass der Kerl von eben dieselbe Stimme hatte wie Cooper? Kann sein. Mir lief ja schon wieder so eine Gänsehaut über den Rücken. Deswegen. Mit Oxel sprechen hier. I don't believe we've met yet. I'm Oxel, and you must be one of Neelix's visitors from the Alpha Quadrant. It's a pleasure to meet you. Versuche herauszufinden, wer jetzt gerade die Frachtlader bedienen sollte. Mannix hat gesagt, dass er seine Schicht mit ihnen getauscht habe. That's right. But then I beat Drexa in a game of Kat is Kat, and she agreed to work the shift for me. You should find her. Danke. Betting work shifts on a game of Kat is Kat is extremely unprofessional. Tuvok, Ruhe. War das nicht die, die oben verletzt war? Nein, das war Drexa. Jetzt haben wir... Ach, Drexa, okay. Hier ist Drexa. Hi there, I'm Drexa. I heard you helped save Dex's life. Those Kazon are always bothering us. I wish they'd just find someplace else to go. Is there something I can do for you? Ich versuche herauszufinden, wer jetzt gerade die Frachtlader bedienen sollte. Oxel meinte, dass sie in Katiskot gegen ihn verloren hätten und als Bezahlung seine Schicht übernommen haben. Oh, yes, that's right. I worked his shift, though. Check the duty roster. It should all be there. Okay. Danke. Okay. Was, wo ist denn der Dienstplan? Nicht drin, ne? Ja, in die Richtung ist irgendwo. Ja. Hier. Dass wir vorhin die ganzen Konsolen repariert haben. Der Dienstplan zeigt, dass Drexa für Oxel auf einer Schicht war. Doch anstatt auf der Schicht von Mannix zu sein, war sie auf Oxels ursprünglicher Schicht. Dienstplan herunterladen. Und wieder zu Drexa. Mit Drexa sprechen. Oh, it's you again. Did you find what you needed? Ich habe mir den Dienstplan angesehen. Oxel hat seine Schicht mit Mannix getauscht. Als sie heute bei Oxels Schicht waren, hätten sie eigentlich zur Schicht von Mannix gehen sollen. Really? But I worked the shift that was in the duty roster. Was nehmen wir? Bleiben Sie erstmal hier. Okay. Mit Oxel sprechen. Oh, der muss natürlich auf ganz der anderen Seite sein.
Hallo, Oxel. Did you find Drexa? Ja, ich habe mir den Dienstplan angesehen. Der Tausch zwischen Mannix und Oxel wurde dort nicht dokumentiert. Darum war Drexa versehentlich bei ihrer ursprünglichen Schicht. What a goof! I told her I traded shifts with Mannix. At least I think I did. Does that mean both Mannix and Drexa showed up for my shift? Ich werde mit Mannix sprechen. Und wieder in die andere Richtung. Ganz ehrlich, schafft euch hier mal Kommunikatoren an. Hallo Mannix. Sternflotter, die im Überhauf hier so mit Mannix reden. Hey there! I talked to Oxel, and he told me what happened. Did you find Drexa? Den Dienstplan angesehen. Drexa hätte ihre Schicht übernehmen sollen, um ihre Schuld bei Oxel zurückzuzahlen. Doch sie war versehentlich bei seiner ursprünglichen Schicht. Aber wo waren sie? Oh, that explains it. I showed up for the shift a bit late, but Kallax said she already had enough workers and I could go back to my quarters. Normally, I would be happy to work, but my friend will be back any time now. That's why I traded shifts in the first place. Bleiben Sie erstmal hier. Dann wieder zu Kallax, die war da vorne Mitte. Nee. Mit Kallax sprechen. Ganz kurz, weißt du, wie lange das denn noch geht? Wir sind bei fast 29 Minuten. Ja, ich würde schon gerne hier die Dialoge schnell noch abschließen, die gehen nicht mehr so lang. Okay, mit Kallax reden. Did you find Mannix? Mannix hat gesagt, dass er seine Schicht mit Oxel gewechselt habe. Da Drexa eine Wette gegen Oxel verloren hat, musste sie die Schicht von Oxel übernehmen. Doch Drexa hat versehentlich die ursprüngliche Schicht von Oxel übernommen und nicht die von Mannix. Als Mannix dann Oxels Schicht machen wollte, meinte sie, dass sie genug Hilfe hätten und es und er gehen könne. Also ey, wer steigt denn da dort durch? Sounds like quite a series of miscommunications, but I still need help here. What do you think I should do about it? Mannix soll die Schicht machen, sie wurde ihm zugeteilt und er muss seine Pflicht erfüllen. Dadurch, dass Oxel seine Schicht gewechselt, aber diese nicht ordentlich kommuniziert hat, hat er dieses Missverständnis ausgelöst. Es ist seine Aufgabe, diese Schicht zu machen. Drexa sollte die Schicht machen. Nur weil sie versehentlich eine andere Schicht gemacht hat, heißt es nicht, dass sie aus dem Schneider ist. Sie hat eine Vereinbarung, an die sie sich halten sollte. Versuchen Sie, unter den gegebenen Umständen Ihr Bestes zu tun. Sie haben vorhin einen Fehler gemacht, als Sie viele Leute hatten, aber nicht versucht haben, einen Grund dafür herauszufinden. Was nehmen wir? Ich wäre jetzt spontan für das ganz Oberste. Okay, Mannix soll die Schicht machen. Dann haben wir die Dialoge abgeschlossen. Dann machen wir hier Folgenpause. Okay. Oder ich komm. Manilix, der ist auf Körperkontakt mit dir aus, ne? Ja. Spürst du seinen Atem nicht im Nacken? Ist das nicht so ein bisschen so warm? Doch, ich merk das. Ist auch feucht. Eieiei. Ja, gut, dann bedanke ich mich bei dir. Ja, immer gerne. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin macht's gut und schwingt einen Hut. Jo. Hummel, hummel. Moos, moos. Du machst jetzt wieder das Intro erst davor, ne?